Die Customer Journey. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IENOMAG und Sie schauen website-marketing.ch. Das letzte Mal habe ich über diverse Marketinginstrumente berichtet und gesagt, dass die im Zusammenhang ihren Effekt haben. Und da spielt eben die Customer Journey eine wichtige Rolle, denn die beschreibt den Weg eines Besuchers, der zum Abschluss kommt, also entweder ein Formular ausfüllt, einen Download macht oder auch was bestellt, aber eben über verschiedene Stationen. So die Grafik vom letzten Mal mit den verschiedenen Marketinginstrumenten. Und da hat es eben solche dabei, die sind sehr weit weg von einem Abschluss. Das heißt, da geht es länger, bis man hier dann mal was bestellt. Aber die spielen genauso eine Rolle wie diejenigen, die eben sehr nahe beim Abschluss bei der Conversion sind. Und das beschreibt diese Grafik hier mit der Customer Journey. Und da sehe ich die verschiedenen Schritte. Bei Zalando sind es übrigens 40 Kontaktpunkte mit einer Person bisher bestellt im Schnitt. Jetzt hier habe ich symbolisch nur 4 aufgeführt. Ich habe unten drin vielleicht noch die 3 Bereiche Branding, dann die Informationsbeschaffung, die natürlich läuft, da bestimmt auch das Thema Remarketing ganz wichtig und dann am Schluss der Sales. Und da sehe ich jetzt in einer ersten Phase, holt mich vielleicht ein Display off oder online ab. Da sehe ich dann Brand zum ersten Mal drauf, dann vielleicht habe ich einen Newsletter gekriegt, dann auch noch über SEO, also über das Thema, dann im Organic Ranking auf die Seite drauf geklickt. Dann kann auch mal sein, dass was Unbekanntes dabei ist. Das muss nicht immer so sein, dass ich weiß, welchen Weg gegangen wird. Dann war Social Media Marketing dabei und den Abschluss, den hat dann zum Beispiel ein AdWord gebracht. Könnte aber auch beispielsweise ein QR-Code sein, ganz egal. Aber das soll aufzeigen, dass eben verschiedene Schritte notwendig sind, bis ich einen Kunden gewinnen kann, bis ich einen möglichen Kunden überzeugen kann, dass er hier am richtigen Ort ist. Also eine längere Reise, die eben Customer Journey heißt im Online-Jargon. Und das kann ich da auch sehr schön messen. Google Analytics beispielsweise hat hier Instrumente dafür zur Verfügung gestellt, damit ich sehe, über welche Wege ich am Schluss zum Abschluss komme, natürlich nur, wenn ich die ganzen Conversions und die Funnels eingerichtet habe. Würde mich interessieren, wie ihr diese verschiedenen Instrumente kombiniert oder setzt sie nur auf eins, denn das wäre natürlich eine Möglichkeit, man sagt, ich setze nur auf AdWords und hoffe, dass das reicht, würde ich nicht unbedingt empfehlen, denn die verschiedenen Komponenten zusammen, eben der Mix macht es schlussendlich aus, aber trotzdem, das könntet ihr mir hier in den Kommentaren hinterlegen. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber. Ich bin von der IENOMAG und Website-Marketing.ch geschaut.